Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play V-Hunter Call of the Wild. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen, hoffe mal, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Und übrigens vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit, muss ich mich mal wieder bedanken. Und ja, egal ob bei Twitch oder hier, also auch die Leute unter euch, die jetzt zum Beispiel nichts haben oder ne, bei Twitch zu gucken, vielen, vielen Dank an euch für das ganze ja, Zuschauen und ja, freut mich auf jeden Fall und hilft mir natürlich auch enorm. Also man braucht nicht unbedingt Geld investieren, wenn man keins hat, ne? Also das bringt mir sowieso nichts, ne? Wenn jetzt jemand, sag ich mal, kein Geld hat, das, ja, der geht dann hin und zappt und das fehlt ihm dann, das ist natürlich auch doof. Das bringt mir dann auch wenig, weil da fühle ich mich dann auch nicht gut bei. Deswegen, liebe Kinder, ne, immer nur, was ihr halt euch auch leisten könnt. Und wenn ihr wollt natürlich. So, 6 Uhr nehmen wir jetzt mal hier. Wir gehen nämlich heute auf Blacktails am berühmten Schniedelsee. Und ja, wollte ich mich auf jeden Fall mal bedanken, denn merke ich natürlich auch und freut mich natürlich auch sehr. Und ich schaue mir gerade privat ein bisschen X4 an. Habe ich ja von Egosoft einen Key geschenkt bekommen. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja, ich muss sagen, sehr komplexes und auch sehr atmosphärisches Spiel. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es meine Motivation lange halten kann. Und vor allem, wie lange ich es brauche, bis ich reinkomme. Denn das ist momentan ziemlich herausfordernd, überhaupt erstmal in das Spiel reinzukommen. Und dann wird sich halt zeigen, wie es mir so langfristig gefällt. Aber bisher auf jeden Fall recht gut. Und ja. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts Neues. Meine Bassfallen sind aktuell in der Produktion. Also Bezahlung und so weiter haben sie endlich mal akzeptiert. Weil da war nämlich lange Zeit, stand dann sowas da von wegen, ja, warte auf Zahlung. Obwohl ich schon längst überwiesen hatte. Und naja, ne? Das ist halt ziemlich, ziemlich nervig, dass das so lange dauert alles. Aber nun ja, nun ist es nun mal so und ich hoffe, dass ich dann die nächsten Tage eine Versandbestätigung bekomme. Weil dann haben wir das Ding bald und dann kann ich auch mit meinen Projekten anfangen. Weil ich möchte ungerne... Ich möchte ungern das neue Projekt starten, wenn ich noch nicht die Bassfallen habe. Ich möchte das so ein bisschen verbessern, so den Klang noch. Und eventuell, ich arbeite gerade noch was anderes hin, mal gucken, ob das dann auch noch funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte, auf die ich vielleicht später mal zu sprechen komme. Auf jeden Fall gerade so ein bisschen Umstrukturierungen. Was die Quali angeht. Ich meine, ich bin ganz zufrieden eigentlich. Aber es geht natürlich immer mehr. Und da bin ich momentan dran. Und... ja, mal sehen, ob wir hier... einen Schwarzwedel finden. Bei dem bin ich gerade dran, beziehungsweise die möchte ich jetzt jagen in der Folge hier. Deswegen mal gucken, was wir hier so finden. Der See hier lief eigentlich immer ganz gut, was Schwarzwedel angeht. Weißwedel eher weniger. Also ich hatte ja auch schon mal Weißwedel, aber ziemlich wenig. Also hat sich eigentlich nicht gelohnt, hier wirklich nach Weißwedeln zu gucken. Oh, Hallöchen. Habe ich meine... ups. Nehmen wir die mal ganz schnell in die Hand hier. Okay, angehalten, sehr gut. Glaube ich zumindest.
Na, komm her. Komm schon. Du willst es doch auch. Ich glaube, das ist ein Weibchen, oder? Ja. Ach, noch ein Weibchen. Alle kommen, nur das Männchen nicht. Das wird doch eine Hasenjagd heute. Hier läuft nur Schrott rum. Aber auch Häschen. Vorne sind auf jeden Fall Häschen. Da weiß ich auch, wo ein paar sind, beziehungsweise, naja, ich sag mal so, ich weiß, wo sie waren. Habe ich sie zwar verscheucht, aber mir gehen langsam die auch ein bisschen auf den Sack hier. Oh, ein Weißwedelhirsch. Was macht denn ein Weißwedel hier? Holy. Da hätte ich mir die Dame aber ruhig mal sparen können. Ja, wobei unterm Strich ist es wahrscheinlich egal. Die Häschen sind wahrscheinlich nicht allzu weit weggelaufen. Und die Weißwedel. Na, die Weißwedel werden nicht so schnell wiederkommen. Denke ich mal. Wobei, ich habe so das Gefühl, es könnte aber auch eine Fehleinschätzung sein, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, dass die schneller wiederkommen. Dass sie schneller wiederkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Armbrust die verschrecke, als mit anderen Sachen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ich gehe mal da vorne unter den Baum. Dann können wir mal schauen, ob wir den Kojoten vielleicht anlocken können. Die Kojoten, meine ich. Na, Kojoten jage ich immer gerne, weil da habe ich immer noch die Chance auf einen schwarzen oder weißen. Und die bräuchte ich eigentlich beide noch. Und eben hatte ich eine ganz kuriose Situation. Ich habe die Aufnahme gestartet. Und dann ist mir, man muss dazu sagen, ich habe vor ein paar Tagen meinen Grafikkartentreiber geupdatet. Beziehungsweise gestern, um genau zu sein. Und
Irgendwie ist mir dann OBS abgestürzt, also mein Aufnahmeprogramm. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht einfach nur gerade ein Fehler. Dann habe ich es nochmal versucht und dann ist mein einer Bildschirm ausgegangen. Und dann musste ich meinen PC neu starten. Dagegen gar nichts mehr. Ich habe meinen einen Bildschirm gar nicht mehr angekriegt hier. Glaubt ihr, der neue Grafikkartentreiber ist so ein bisschen kacke. Aber ich habe da gerade einen Fehler gehabt, den ich beheben musste. Hallo, meine Damen. Okay, sie wollen nicht. Na, wer kommt zuerst? Wer ist schneller? Die Kojotin? Oder ein schöner Weißwedel? Wir nehmen nur die schönen Weißwedel. Ja? Die Weiber hier, die wollen wir nicht. Wir wollen schöne Hirsche. Prachtvolle, mächtige Hirsche. Nicht sowas hier. Ein Bild können wir trotzdem machen. Vorne kommt noch einer. Ey, ist das eine große Gruppe? Wir müssen da einfach stehen bleiben, einfach chillen. Da vorne kommt was. Was ist die Dame? Aber die Dame kommt wahrscheinlich zuerst. Auf 46 Meter. Ich könnte auf 50 schießen. Jo, hab sie getroffen. Sehr schön. Auf 50 Meter mit der Armbrust. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zumindest auf 50 Meter schieße ich sehr ungern mit der Armbrust. Aber es ist wirklich toll. Also die Armbrust ist wirklich toll und ich kann die euch wirklich nur empfehlen. Weil die ist stark, die ist relativ leise. Ich sag relativ, weil du hast immer das Gefühl, dass du irgendwie, was weiß ich, eine Laser-Lightshow anmachst, wenn du das Ding abfeuerst, weil alles im Umkreis eigentlich wegrennt, aber es ist halt weitaus leiser als ein Gewehrschuss und dementsprechend kann man dann immer noch, sage ich mal, einige Tiere rancallen. Das geht beim Gewehrschuss ja nie wirklich. Na, ab 300 Meter, da ist ja alles weg. Du bist 300 Meter ungefähr. Na, ich sag mal so 250. Bis 300 ist da eigentlich dann die Sache gegessen. Und ja, ein hübsches Weibchen, leider, ne, nicht groß und leider auch ziemlich doof getroffen, sogar ein bisschen zu hoch. Aber naja, meckern wir jetzt mal nicht, ne? Also wäre sowieso eine Bronze geworden. Deswegen wenigstens ein Treffer. Wenn auch kein ethisch korrekter. Oh boy, ey. Oh boy. Das ist immer das Gleiche mit den Weibern. Weißt du was? Irgendwann reicht's mir auch mal.
Ja, der. Oh, noch ein Kojote. Dann würde ich sagen, holen wir uns den. Ach so. Durch beide Lungen in der Mitte durch. Okay, das ist auch ein richtiger Kunstschuss hier. Richtiges Sandwich. Ich versuche mir gerade einen Kommentar zu verkneifen. Ich höre hier rein gar nichts. Das ist verdammt scheiße. Geh weg! Beweg deinen fetten... Danke! Ich hab's nicht so gemeint! Es tut mir leid! Ich meinte natürlich... Könntest du dich ein bisschen... von meinem werten Hirsch entfernen? Damit ich diesen in die ewigen Jagdgründe schicken kann. Davon ist irgendwo noch ein Schwarzwedelhirsch gewesen. Da ich hier keinen sehe, gehe ich mal davon aus, dass er schon wieder weg ist. Wir können ihn einmal kurz callen. Oh, da vorne kommt auch was. Vorne haben wir einmal einen. Ach, ein kleiner, süßer Schwarzwedel. Okay. Kein Ding. Der braucht das. Komm her. Ja, komm her. Jetzt bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Siehst du? Ging doch ganz schnell. Tat nicht weh. Die Pflaster abziehen. So, also. Dann gucken wir mal, was wir uns da heute Schönes geschossen haben. War übrigens eine schöne Runde. Hier haben wir einmal einen Schwarzwedel. Silber. Fast Gold. Also er war nah an Gold dran. Auch wenn er wirklich ein kleines Krüppelgeweih hatte. Aber schon Gold. Ja, und wie er ganz verträumt guckt. Oh. Schon irgendwie süß, ne? Naja. Jetzt werden wir mal eben ein bisschen fotografieren. Ich hab den dann leider nicht fotografieren können. Also den, bevor ich ihn abgeschossen habe, weil der fette
Weißwedel Bob es davor war. Ich würde ja gerne so ein Bild machen, aber kann ich nicht, weil dann müsste ich alles ausstellen. Vor allem steht in der Mitte, drücke E für bestätigen oder drücke E zum Einsammeln. Und das ist ziemlich lästig. Das kannst du auch nicht ausstellen. Das ist wie eine Kindersicherung, die du nicht rauskriegst. Drücke E zum Einsammeln. Ja, danke Spiel, ich hab's gelernt. 300 Stunden später drücke E zum Einsammeln. Da Trophäe bestehen. Da denkst du jetzt einfach so, boah. Ich weiß es doch. So, 191, wieder knapp Gold. Leider kein Gold, trotzdem eine sehr, sehr schöne und spannende Jagd. War sehr, sehr interessant, hat mir sehr gefallen. Und ja, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, Ohren steif halten. Bis denne und tschüss.